Ja, heute sind wir mal wieder dabei, eine neue Highlight-Konstruktion aufzubauen, weil wir bekommen die EasyGrid geliefert und das ist unser neues Schlagschiff. Also das ist ein riesengroßer Kasten, also mit 20 Kilowattstunden Energiespeicher. Da kommt der ganze Saft von unserer Photovoltaikanlage rein. Und da wir den im Winter ja nicht draußen stehen lassen können, dieses 30.000 Euro Objekt, also diesen Schaltkasten, und er über 350 Kilogramm wiegt. 360 glaube ich sogar. Ja, vielleicht auch 360. Ist egal. Eigentlich ist es nicht egal, weil wir müssen auf jedes Gramm achten, aber okay. Jetzt müssen wir praktisch wie eine Bobbahn von der Straße aus bauen, dass wir das dann auf unsere, auf unsere Rollwägelchen stellen können und dass wir das dann zu dritt oder zu viert stabilisieren, hier Anlauf nehmen und dann im Endeffekt wie so ein wild gewordene Bisonherde hier dann nach oben fahren und irgendwie werden wir es ins Haus schaffen und die Tür ist zu. Nee, also irgendwie werden wir das schon hinbekommen, dass wir dieses Ding da reinkriegen. Und falls ein Blackout kommt, haben wir 20 Kilowattstunden im Winter und können ganz getrost weiter an unseren Projekten arbeiten. Das ist doch schon mal gut, oder in unserem Container. Aber für unsere Baumaschinen wird dann der Saft trotzdem nicht reichen. Also Strom werden wir brauchen, weil man hat hier schon so ein bisschen Angst, dass durch die Knappheit von den Energieressourcen auch hier mal der Strom weg sein könnte. Und wir hatten den letzten Winter, ich weiß gar nicht, wie oft hatten wir Stromausfälle? 8-9 Mal. Ja, wir hatten so 8-9 Mal. Aber nie aufgrund von Ressourcenknappheit, sondern immer aufgrund von Störungen in der Leitung aufgefallen. Genau. Und es ist bei 25 oder 35 Grad minus auch überhaupt kein Thema, vor allem wenn man mit Strom heizt, weil innerhalb von einer Stunde verliert der Raum ca. 8 Grad an Wärme dann. Mhm. Und nach nach 3 Stunden hat man auf jeden Fall unter 0 Grad Celsius. Also ein längerer Stromausfall ist für uns wirklich kein Thema. Warum? Weil wir einen Kamin haben und... Richtig, wir haben einen 12 kW Holzofen eingebaut, wir haben eine kleine Küchenhexe, wir haben einen Saunaofen und wir haben unseren Tiny Tube, den wir noch in Betrieb nehmen. Und wir hätten noch den Tiny Tube, den wir auch noch in Betrieb nehmen können. Dann hätten wir insgesamt 4 Holzöfen, dann bräuchten wir nur noch Holz. Aber wir sind ja umgeben von Wald. Also, wenn ein Rohstoff hier nicht ausgeht, irgendwie ist es Holz. Ja, ich denke auch. Holz ist kein Rohstoff, der ausgeht. Deswegen würden wir den dann annehmen und dann eben was draus bauen. Ihr seht jetzt den Zeitraffer, wie wir dieses tolle Objekt eben aufstellen. Seit Monaten konnten wir nicht schlafen, weil wir nicht wussten, wie können wir händisch dieses Riesenbaby vor dem Winter in unser Haus bringen. Also zerbrachen wir uns den Kopf. Und trotzdem wollten wir den Spaß nicht zu kurz kommen lassen. Denn die Lebensabenteurer wären eben nicht die Lebensabenteurer, wenn sie nicht aus allem noch einen Spaß und eine Freude machen könnten. Doch nachts rumorte es in uns. Wir zerbrachen unseren Kopf und wussten, wenn irgendwas an diesem Objekt nicht klappen würde, dann wäre es zu spät. Wir würden in den Winter hineinkommen. Und was wäre dann, wenn wir nicht lackiert hätten, wenn unsere Technikeinheit nicht im Trocken wäre? 30.000 Euro zerstört. Aber wir ließen uns von all dem nicht aufhalten und machten einfach weiter. Vorsicht, es wird jetzt wackelig. Wir zeigen euch mal den Parcours, wie wir unsere EasyGrid an Land bringen wollen, dass sie erstmal vor dem Winter geschützt ist. Franz, der Paketbote,
bitte einmal losfahren. So, ja, es geht hier in dem Parcours nach vorne. Dann müssen die hier eine scharfe Rechtskurve, Linkskurve, geradeaus. Hier kommen zwei Metallplatten. Oh, das merkst du beim Rücken, du. Holla, holla. Ja, da geht's oben drüber, rechts. Okay, an dem LKW langsam vorbei. Wir müssen ein bisschen schneller werden, weil es geht nämlich bergab. Holla, 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 holla. Das wird aber auch, das wird aber auch. Ja, 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 ja. Ich glaube dann, die Kamerafrau, die kann jetzt dann langsam links auf die Seite gehen und uns dann verfolgen, wie wir hier die Treppe hinaufkommen. Und am Ende. Grüß Gott. Ich bin die Easy Grid und ich möchte bitte in Ihrem Haus verschwinden. Tü-tü. Nee, das wird auf jeden Fall ganz einfach. Mit 360 Kilo wird das genauso gut klappen wie mit mir. Nee, aber es geht deutlich besser, als man dachte. Das, die Chancen waren vorher bei 0% und jetzt sind sie schon bei einem. Von daher gesehen, Survival at its best. Sie ist da. Oh mein Gott. Ich weiß es nicht. Oh ja, dann müssen wir das erstmal irgendwie auf diese Wägen da drauf kriegen. Ne? Ja, müssten. Aber ich denke, das müssen wir fast selber machen. Ne? Ja, wer denn sonst? Ja. Ja, ja, du kannst dann mal schauen. Ja, lass ihn erstmal runter tun. Ja, erstmal gucken, was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Uiuiuiuiuiui. Aha. Wenn das schon so quietscht, wie will das denn werden, dass wir das umeinander schieben können? That's quite heavy. Das hätte der junge Mann auch selbst so gewusst. This is the energy solution project, so for the big solar panels. Okay. For the truck. Ja, bla bla bla, laber dem Mann nicht zu. Bit more than 360 kilogram. Ja, es muss jetzt weitergehen. Oh, 390. Oh, 390. Na, das wird dir bestimmt less. Einfach. So, it's never what they say to you. Ja, es ist niemals das, was man gesagt bekommt. Meistens sind es 10 oder 20 Kilo mehr. Und wir müssen ja auf 40 Tonnen kommen. Wenn sich das schon so anhört, wenn das ja runterkracht. Wie wollen wir die denn bewegen? Ich möchte an den Start gebracht werden. Ja, ich denke, da erstmal. Ja, hurtig, alter Mann, komm. Ja. Wenn der dir schon hilft, dann beeil dich wenigstens. Dann geh mal auf die andere Seite. Franz, lass mal deine Muskeln spielen. Ja, da tut sich schon mal nichts. Ja, da. Ist das die highest position? Klopfen hilft auch nicht. Die höchste Position? Okay. Ja, ist es. Maybe then we all the people on this side? Ja. Gutes Englisch, Gärtner. Gutes yes. Englisch. Also, ab an die Seite und drücken wie die Ochsen. Seite, ist vielleicht geht's ja. Okay, es kippelt. Okay. Es on one side kippelt. Okay, now okay, wir haben einen haben wir drunter gebracht. Einen Möbelwagen haben wir drunter gebracht. Jetzt kommt das zweite. Ja, Franz holt sich erstmal eine Latte. Nee, nichts zum Trinken, sondern zum Abstützen, dass es nicht wegrollt. So, weiter geht's. Komm, Jungs. Wir haben heute noch was vor. Wir müssen Bauarbeiten machen. Oh, weh, oh, weh, oh, weh, oh, weh. Und ei. Ja, wenn wir nur zu zweit gewesen wären, das wäre nicht gut gegangen. Schnier, an den Start. Oh ja, okay, Frau. Ja, super gemacht. Toller Einsatz. Aus der Hand gefilmt. Wolltest du nicht ein Stativ verwenden? Ja, da wird alles zu hektisch. Mann. Ich denke, wir schrauben das dann fest. Ja, genau. Einfach Spackschrauben rein, das hält schon. Kurz noch eine Unterschrift. Und dann müssen wir uns selbst drum kümmern, wie wir das Riesenbaby reinbekommen. So ein bisschen nach hinten fahren. So ein bisschen nach hinten fahren. Da wurde uns das erste Mal bewusst, das wird keine leichte Fahrt. Mann, ist das ein schwerer Prügel. Halleluja. Eieiei. Ja, ich bin erstmal zurückgegangen, hab mir meine Gedanken gemacht, hab den Akkuschrauber geholt, die Schrauben und die Bretter einfach an die Palette gespackt, sodass auch ja, nichts passieren kann. Wir haben noch lustig ausgemessen, mussten schon sehr bald feststellen, dass es
eben nicht durch die Tür passt. Ist das was bewegt? Boah, Alter, da bewegt sich null. Warte mal, erst einmal ein Stückchen zurück. Ja, hast du nur Schmalz in den Armen oder was? Jetzt aber mal, komm, reißt euch zusammen, Jungs. Okay, warte mal, warte, da langsam rein. Okay, langsam. Jetzt rüberwärts. Warte mal, wo ist denn unsere Nee, wir sind zu breit. Nicht mal drin, oder? Mhm. Warte mal, am besten so seitlich, ne? Ja. Warte mal, dass wir da nicht in die Kante kommen. So, okay, und jetzt so runterwärts. Wie ist es bei dir von der Breite? Oh, das Ding ist ja. Okay, jetzt müsste man... Jetzt müssen wir hier rüber. Oh, warte, wir werden zu schnell. Warte mal, jetzt hüpft es da drüber, nicht drüber. Rausgerutscht. Wo? Hinten. Da zu. Ja, okay, da kommen wir aber wieder rein. Wir müssen aber trotzdem erst drüber. Warte, wir müssen erst noch ein Stückchen rüber, habe ich das Gefühl. Ja. Aber nur vorne. Mhm, okay, also weiter rein. Okay, stopp. Okay. Ja. Okay, stopp. Dann die Kamera einmal umstellen. Zack. Und. Ah, shit. Ja, das ist top, weil hier alles so schön gerade ist. Es muss doch irgendwo eine Position geben, die funktioniert. Langsam spürt man, dass wir hektisch werden. Okay, weiter. Einfach ankommen wollen. Das wird schon. Okay, jetzt zu mir. Okay. Zu mir. Ja. Okay. Stopp, langsam. Ja. Ah, das war knapp. Ja, du bist immer so schnell. Okay, weiter. Ja, man muss sagen, 400 Kilo sind trotzdem deutlich mehr, als man jetzt erstmal so dachte. Okay, jetzt zu mir. Holla. Jetzt zu mir, okay. Okay. Oh, das ist super hier, wo ist das für ein Lattes? Ja, stopp. Okay. Rüber und jetzt drehen. Drehen so, dass wir vorbeikommen. Okay. Da wird's eng. Uiuiui. Warte, nicht, dass ich im Baum stecke. Okay. Oh, da haben wir wohl das Bein geklemmt. Das drückt mit zusammen. Oh. Geh erst mal zu mir rüber. Warte, mein Bein ist irgendwie gefällt. Ja, schnell. Einmal um den Baum rum. Um den Baum annehmen. Achso, okay, und jetzt weiter. Okay. Ja. Ja, läuft noch gut, okay. Ist alles in Ordnung. Okay. Jetzt hängt es irgendwo. Das ist an deinem Zusatzbrett. Ja, Franz ist wie Terminator. Okay. Den kann nichts erschüttern. Stopp. Okay. Vorsicht da drüben. Ja, knapp. Hast du es? Ja. Okay, Kamera machen. Halleluja, das ist ja wie ein Krimi, du. Das ist aber auch spannend. Man muss schon sagen, ey, das hätte ihn schon ein paar Mal fast aus der Bahn geworfen, ey. Franz' Bein haben wir ordentlich eingeklemmt, mich einmal zwischen dem Baum. Was denn? Er ist nicht so lustig. Das ist normal. Das möchte immer zum Stärksten. Okay, jetzt gehen wir weiter. Ja, Hauptsache die dummen Sprüche gehen nicht aus. Okay. Warte, du musst... Also es ist nach links abhängig. So. Ich versuch's hier gerade ein bisschen zu... Stabilisieren. Wer hätte das gedacht, dass es da nach links hängt, du? Weiter. Ich habe mich ja gefragt, woher ich die Grasmilben habe. Weil ich hier durchs Gras gestampft bin.
Seit okay. drei Tagen juckt es mich. Okay, warte. Ja, schlechte Bremse. Ja. Okay, und. Ja, Vorsicht, Loch, nicht mit dem Reifen. Ja, da gehen wir ein bisschen weiter rüber. Mhm. Okay, und wieder rüber. Eine Zerre und ein Geschiebe. Weiter. Okay, und weiter. Ja, weiter nicht, jetzt müssen wir zu dir rüber. Ja, okay. Ich habe gar nicht gemerkt, dass da der Weg schon zu Ende ist. Genau. Abfahren will. Mhm. Okay. Okay, und dann da hier. So. Jetzt erstmal so. Hält es? Lass mal nicht los. Ganz, aber wir können bis an die Wampen. Lass mal bis an die Kante. Dann wird's halten, denke ich. Okay, lass mal los. Die halbe Miete. Da hält's. Das war doch deutlich einfacher, als wir dachten. Ja, wir haben es überlebt. Das war mehr, als wir erwartet hatten. Ja. Und jetzt müssen wir es nur noch runter tun, dann umschmeißen und dann da drauf. Das wird total easy. Ja. Da mache ich mir 0,0 Gedanken. Also jetzt geht es erstmal darum, dass wir die so positionieren auf dieser Palette, dass wir sie abschneiden können, dass wir durch unsere Tür durchkommen, weil wir sie ja erst im nächsten Jahr verbauen können. Happy Christmas. Und dann sollten wir irgendwie da hoch und nochmal 2 Meter. Aber da machen wir uns Gedanken drüber, wenn es soweit ist. Jetzt machen wir uns Gedanken darüber, dass wir dieses 30.000 Euro Objekt irgendwie ins Haus bringen, was schon ein Eigenleben hat und schon ein bisschen tickt. Okay, jetzt geht mal ihr zu zweit hier hinten und dann gehe ich hier mal vorne und dann probieren wir den mal hier ranzuschieben. Stab hochheben? Oder? Ja, mit dem Stab hochheben, weil sonst bringt es ja nichts. Wir müssen es drüber gleiten. Ja, du auch mit auf dem Stab. 1, 2, heb. Okay, da passiert gar nichts. Ja, da bringt mir nur den Stab durch, glaube ich. Ja. Warte mal. Das ist ja scheiße, du. Das ist richtig kacke. Warte mal, wenn wir so schräg gehen vielleicht. Warte mal, das war so. Mhm. Janir, halt einmal das Teil oben fest, ja. Okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Quasi beide gleichzeitig in Richtung Scharnier kippen und dann ein bisschen in deine Richtung vorwippeln. Ja. Und dann wieder quasi zurück. Also, dass wir sagen, wir... Geht das? Ja, super. Das geht. Okay, das ist, glaube ich, ganz gut. Jetzt wieder von der anderen Seite, ne? Mhm. Ja. Das ist 1/6. 1, 2, hepp. Mhm. Schiebt das Ding gerade? Ja. 1, 2, 3, hepp. Stopp. Das passt. Das passt schon. Warte. Was kreist denn da gerade? Irgendwie piept die. Kann man hier jetzt auch nicht helfen. Die piept doch. Oh oh. Hoch. Nochmal. Noch ein bisschen oder passt das? Okay, das passt. Nee, das passt. So ein Stückchen. Da hängt es ja schon drüber. Ach so, vom Ding her. Nee, vom. Ein bisschen könnte man. Okay. 1, 2. Okay, jetzt. Mhm. So, jetzt müssen wir es an sich wieder festschrauben dann. Mhm. Dann tun wir das mal wieder raus. Okay. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil wir ihn bewegt haben oder so. Oh, oder ist das diese Ding? Nee, das läuft ja. Okay. Dann müsste man das jetzt eigentlich abschneiden, was das breiteste von der Tür wäre. Mhm. Mhm. Haben wir da eine passende Säge dafür? Und da hätten wir eine Säge auch. Jetzt messen wir einmal die Ding ab. Einmal die Türe und dann tun wir es mal absägen.
Okay. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass dieser Wagen noch nicht darunter steht. Ne? Er steht jetzt unter dem, was wir wegschneiden wollen, nicht unter dem, was wir brauchen. Genau. Das ist alles Wahnsinn. Alles ein individuelles Projekt. Das Schöne ist, wenn du sowas magst, dass alles so einfach ist. So, wie machen wir das jetzt, dass wir den da drunter kriegen? Mit brachialer Gewalt. Ja, jetzt habe ich ihn drunter. Das, die Frage ist nur, wie wir ihn da festmachen. Ne? Ja. Warte mal, jetzt haben wir. Also eigentlich haben wir jetzt die Wägen aneinander. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn der noch ein Stück weiter rüberkommen würde. Meiner muss, also die vordere muss dann ja was dann eh irgendwie raus. Was hast du gesagt? Der muss ja dann eh weg. Warum? Der muss tiefer rein. Oder tiefer rein, ja. Wenn das passt, dass er tiefer rein geht. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Wir müssten das jetzt schon so planen, dass es funktionieren könnte. Tun wir mal so runter. So. Der da müsste ja genau daran. Also versuch mal nach hinten zu kippen ein bisschen. Ja. Boah, ne. Jein. Da ist der andere schon wieder im Weg. Warte mal, wir tun es mal öffnen erst. Ich muss sagen, dieses Piepen nervt auch gar nicht. Also eigentlich wünsche ich mir keine Maschine, die am Anfang piepst. Wenn ich ehrlich bin. Also wir sind jetzt mal so weit, dass wir jetzt diese Palette haben wir jetzt um ungefähr 30, warum schnaufe ich eigentlich wie ein Ochse, um 30 cm gekürzt. Jetzt bocken wir gerade auf, dass es nicht umfliegen kann. Es pfeift sich immer noch den Willi und es sind Mücken ohne Ende. Und wenn man schwitzt, freuen sich die Mücken schon über den Schnipsel. Jetzt müssen wir am Schluss diese oberen Balken durchtrennen. Dann haben wir das befreit und dann stehen die kompletten 400 Kilo oder 380 sind es jetzt, wenn wir das weg haben. Dann stehen die 380 Kilo da drauf. Dann werden wir das mit Gurtspannern werden wir befestigen. Dann werden wir es nochmal einmal reinschrauben, rechts und links, dass es sich nicht verrutschen kann. Und dann werden wir es mit einem Seilzug hochziehen, weil wir es kaum hier runtergebracht haben. Und wir halt persönlich das Gefühl haben, dass es ein bisschen ordentlich rockt. Aber jetzt erstmal die nächsten Sachen. Also jetzt spannen wir den noch einmal hier fest. Und dann, also dass er uns nicht kippen kann, wenn wir ihn hochfahren. Klar, wir werden Obacht geben oder wir versuchen. Aber wenn 300, wie viel sind wir denn jetzt überhaupt? 380 Kilo, wenn die ins Wanken kommen, dann glaube ich, hängen wir mal ziemlich dran wie Fliegen. Und deswegen versuchen wir es zu kontern, so gut es eben geht. Und hoffen, dass unser Schaltkasten einigermaßen stabil ist, also dass nichts passieren kann. Aber wir sind so gut wie startbereit. Und jetzt kann es losgehen. Jetzt geht es ja darum, einen Seilzug aufzubauen. Und den habe ich natürlich schon mal vorbereitet. Ihr habt es ja schon gesehen. Unsere Testversuche, wo ich Franz und Scharnier hochgezogen habe. Und da wir ja erstmal testen müssen. Volle Fahrt voraus! Ja, jetzt sind wir natürlich gespannt, ob diese Spaßaktion, wie wir sie gemacht haben, jetzt auch dann eben Früchte trägt. Aber wir sind uns natürlich nicht zu 100% sicher, dass das auch funktionieren wird. Das Beste wäre natürlich, wenn dann noch die Schraube klemmt, wir sie nicht aufbringen, währenddessen wir die 300 Kilo hier stehen haben und festhalten müssen. Also mache ich es nicht ganz so fest, dass ich es auch wieder leicht öffnen kann. Trotzdem möchte ich ganz gerne meinen 3-Tonnen-Schäkel hier haben, weil falls irgendwas abreißt, sollte das auch sicher sein. Dann hängen wir hier mal unseren Seilzug ein und gucken mal, wie gut der dann danach läuft. Also, wir klicken alle Seile ein. 2 Tonnen kann das ganze Ding hier abhaben.
also diese Bandschlingen. Und in der Industrie sagt man immer, das hält das Fünffache. Also das würden dann 10 Tonnen sein, bevor es dann wirklich oder schlussendlich dann reißt. Und ich würde sagen, 10 Tonnen ist ein Haufen Zeug. Da können wir schon was damit machen. Aber jetzt haken wir erstmal ein. So, einmal vorbeilegen, einmal enttütteln. So, und jetzt legen wir mal unseren Haken hier rein. Und wenn wir das jetzt drehen würden, wäre es am besten, wenn wir so rumdrehen, die ganze Maschinerie, dass wir dann hier einhaken könnten und da unseren Ankerpunkt setzen. Okay. Das wird echt easy. Und ich denke, wir machen das mit einem dünnen Band, weil das, glaube ich, leichter ist als ein dickes. Und verlängern es dann lieber nochmal. Das denke ich, das wäre ganz gut. Komm mal mit rüber, dann kann man das sich anschauen. Also, wir gehen einmal durch und versuchen, den hinteren Haken zu finden und deswegen auch das kleine dünne Seil, das wir hier jetzt verlängern werden. Einmal, so. Und dann, das hält locker, das hält 2 Tonnen. Das hält was weiß ich wie viele. So, jetzt haben wir uns hier so ein lustiges Ding hingebaut. Das müssen wir erst dann noch weg. Weiß ich gar nicht. Das könnte, ja, wobei, das könnte ganz hilfreich sein, ja, dass wir nicht runterfallen. Okay. Jetzt würde ich sagen, wir drehen einmal hoch. Du packst mal hinten an. Und dann den Balken haben wir schon bereitgelegt als Bremse. Ja, wird schon gut gehen. Braver Quietschi. Gleich geht's zu Mama ins Warme, da musst du nicht mehr quietschen. Okay, ich hänge mir das mal um. Und jetzt drehen wir mal nach vorne. Das geht sogar besser, als ich dachte. Gut, ja. Ja, ich hoffe, dass es nur nicht... Oh, dass es abbricht. Geh mal, warte mal. Da ist noch lauter Holz im Weg. Oh, ja. Das ist alles noch die Konterei. Sicherheitsholz. Ja, jetzt mit dem, es springt nach oben und wir haben es festgeschraubt. Da hoffe ich mal, dass die Schrauben nicht abreißen. Okay, also ich wäre jetzt erstmal soweit. Position passt. Und das wäre jetzt auch erstmal bis hierher. Jetzt müssten wir mal schauen, ob wir es einen Ticken höher kriegen würden, dass wir es dann gleich schon kürzen könnten. Das wäre natürlich ideal. Du meinst noch ein bisschen daran schieben? Probier mal zu schieben, wie es für dich läuft. Geht das? Okay, ein bisschen rechts. Okay, hinten dran wieder. Das ist zu gefährlich. Okay, und hepp. Und ein bisschen gerade und hepp. Und hoch. Und hepp, nochmal. Okay, jetzt bin ich froh, wenn der Seil zukommt. Noch ein Stück, komm. Noch ein Stück. Und stopp, jetzt halten. Kannst du halten? Okay, jetzt kannst du mal loslassen. So, jetzt hat er ihn. Okay. Ah, das ist schön. Halleluja. Das heißt, jetzt macht der Weiße, den wir müssen noch führen, ne? Mhm. Jetzt quetschen wir den mal da oben rein. Weil dann können wir ihn gleich ein bisschen höher bringen. Das ist trotzdem, glaube ich, besser, wenn einer hinten kontrolliert und einer oben zieht. Und irgendeiner muss den ganzen Scheiß ja auch füllen. Weil wenn es schief geht und wir 30.000 Euro versemmelt haben, dann soll das wenigstens irgendjemand mitbekommen. So, jetzt geht die wilde Fahrt los. Du musst von rechts dagegen halten. Es wird laut und auf, wir hauen hier nach oben, ja. Da 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 da. Ich übergebe mal die tragende Rolle an Scharnier, weil ich kann da mal kommentieren. Das ist mir nämlich ein bisschen zu laut, wenn ich ehrlich bin. Ah.
und zu anstrengend. Ja, das ist klar. Das ist mir deutlich zu anstrengend. Deswegen habe ich mir gedacht, da gucke ich lieber auf den Po meiner Freundin und die kann sich hier mal ordentlich anstrengen. Ja, wir haben schon mal geübt. Andersrum. Ja, das ist, wenn man das Zepter übergibt, geht sofort in die falsche Richtung. Ja. Das war wohl eine Mücke. Ja, ja, immer schön nach oben ziehen. Also, wir haben uns ja sehr, sehr viele Gedanken dazu gemacht, ob das überhaupt funktionieren kann. Und waren uns relativ unsicher. Aber es macht den Anschein, als könnte es trotz alledem funktionieren. Auch Franz Po muss natürlich ins Bild. Herrlich. Durch 80 Stunden Schweißen. Wunderbar trainiert. Seine Glatze glänzt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Siehst du, da kann er sogar mal wieder lachen. Ne? Die Brandings kannst du mal zeigen. Was kann ich zeigen? Die Brandings. Ah, die Brandings. Wir haben leider keinen Naheinstellwinkel, aber diese schwarzen Punkte, die ihr seht, das sind lauter Brandings vom Schweißgerät. Ja, das ist wunderschön. Wie sieht es jetzt eigentlich aus? Hast du es schon oben? Oh, jetzt hat es sich verhakt, glaube ich. Ja, das ist am Boden. Und ihr seht ja, wie sich Zentimeter nach oben kämpft. Immer Runde um Runde. Und langsam geht's nach oben. Der ganze schwere Ball hier. Die letzten Zentimeter werden wir es ins Haus bekommen. Man ist sich nicht ganz sicher. Aber es läuft. Stopp! Ja. Aufhören, sonst kriegen wir die Tür nicht mehr auf. Jetzt geht's an die Tür und ich hänge die ganze Sache mal aus. Und wir tun hier mal den Balken als Sicherung rein. Nee, 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 nicht da unten, nicht da unten. Hier zwischen den. Hier, 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 zwischen den Teilen hier, ja, genau. So, ja, und hochkant, hochkant, dass er nicht drüber rollen kann. Genau. Jetzt haken wir die ganze Sache hier aus. Ihr merkt schon, die Bildkomposition ist nicht mehr so gut. Biene, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Wir können später kuscheln. So, jetzt schiebt mal einmal nach oben. Geht es? Ja. Okay, nochmal ein Stück. So, und so halten. So halten. So, dann schraube ich das einmal raus und dann befreien wir das erstmal voneinander. Nehmen den Haken auch weg. So, jetzt ist es ungesichert. Ich lege alles mal auf die Seite. Das können wir ja später aufräumen. So, und dann einmal hier auch noch. So, das werden wir hoffentlich dann alles wieder finden. Dann machen wir hier einmal die Tür auf. Dass wir das, oh, ich will die Türklinke nicht. Und dann muss das Ding hier rein. Aber wie wir das reinbringen, das ist noch ein wahres Rätsel. Oh oh. Oh, oh. Okay, wir beeilen uns. So, dann schieben wir das jetzt mal rein. Und jetzt bleibt man mit. Okay. Warte, warte, warte. Okay, jetzt zieht mal. Okay, ich ziehe. Ach so, du hast den Teppich da hingestellt. Das ist ja Geschmarre. Oh, warte mal, ihr habt den Flocken noch. Ihr habt den Flocken noch. Warte mal, ich tue das nochmal kurz raus. Und dann übergeben wir das nochmal an. Warte mal, ich gehe mal in das Ding rein. So. Einmal das alles auf die Seite. Okay, Scharnier, Kamera. Okay, so. Da, geh mal nach. Oh, jetzt nimmt es immer noch auf. Geh mal nach innen rein. So. Und film nach außen raus. Auf die Plätze, fertig und Zug. Hier! Wir müssen ein bisschen mehr links, Franz. Wir müssen ein bisschen mehr links. Okay. Einmal. Oh, oh, das hebt sich ein bisschen, Franz. Das kippelt. Das kippt nach hinten. Scheiße, Franz, es kippt nach hinten. Nein, es passiert nichts hier. Sagst du, ich hab's komplett in der Luft hier. Ja, es
ist ja logisch, da ist ja ein Knick drin. In unserer. Ja, aber dann schieb weiter. Vorsicht, Türe. Okay. Hammer. Sehr gut. Noch ein Stück. Okay. Okay, eins, zwei und Vollgas. Eins, zwei, hopp. Okay, stopp. Wir sind voll an unsere schöne Tür. Eins. Okay, warte. Jetzt, du schiebst voll nach vorne und ich versuch's reinzubringen. Eins, zwei, hepp. Eins, zwei, hepp. Eins, zwei, hepp. Ja, ist mir schon klar. Warte, ich häng's mir wieder um. Das Ding. Du bist fürs Filmen zuständig. Okay. Eins, zwei, hepp. 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 Wo hängt denn der drin? Nochmal zurück. Und eins, zwei, drei. Hepp. Eins, zwei, hepp. Eins, zwei. Kannst du noch mehr schieben? Warte mal. Ich versuche mal ein bisschen hoch zu heben. Und du schiebst. Eins, zwei, hepp. Nee, das sieht gar nichts. Warte mal, ich schau mal kurz. Achso, da kommen die nächsten Reifen jetzt. Ja. Da kommen die nächsten Reifen. Nochmal ein bisschen zurück. Warte, nee. Okay, ja, mach mal ein Stückchen zurück. Eins so. Ein bisschen, da kommen wir jetzt noch hoch. Eins, zwei, hepp! Eins, zwei, hepp! Was denn? Jetzt schieb mal nach oben. Heb mal von unten hoch. Ja. Hoch. Okay. Hüp. 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 Okay. Warte, stopp. Halten, festhalten. Stell mal unten am Boden. Okay, wir müssen euch leider mal umpositionieren, weil wir brauchen alle Manpower, die wir haben. Wir brauchen mindestens noch einen Esel, sonst geht hier gar nichts. Oh, schade für die Verwackelung. Okay, also einmal rein und vorne ziehen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, hier. Okay, weiter. Nochmal. Ja, eins, zwei. Ja. Super. Sagen wir mal so, wir haben es nicht eingebaut, aber wir haben es wenigstens mal im Haus. Schön, dass wir es dann wieder rausbringen dürfen. Irgendwann. So, jetzt können wir in die Badewanne. Das war mein Tag für heute. Ja. Ich denke, dann positionieren wir diesen ganzen Spaß. Fahren ihn noch ein bisschen runter. Okay, dann kannst du schon mal wieder filmen. Wo vorne und hinten ist? Ja, wir wissen auch nicht, wo vorne und hinten ist. Dann erstmal ein bisschen rein noch. Okay, stopp. Aber hier dürfte jetzt nichts mehr passieren. Nee. Oh, und es war draußen deutlich leichter hoch zu wuchten, als jetzt hier. Natürlich sollt ihr auch nicht ohne Informationen über unsere Easy Grid sterben. Aber gestern hatten wir keinen Bock mehr dazu. Also deswegen gibt es das jetzt heute. Also machen wir mal einmal diese wundersame Tür auf. Und da fliegt uns schon mal das erste entgegen. So, was haben wir denn hier? Blue Smart IP22 Charger.
Dann hätten wir hier noch einen BlueSmart IP22 Charger für 12 Volt und einmal für 24 Volt. Das brauchen wir für unsere unterschiedlichen Devices, dass wir eben alles dann auch, naja, was heißt händisch, aber dass wir das eben auch aufladen können, wenn wir an diesem System selber dranhängen. Ich versuche mal das nochmal ein bisschen weiter zu öffnen, sodass es auch wirklich ganz aufgeht. Hält es? So, also, wir haben jetzt insgesamt, seht ihr schon, ein bisschen stärkere Anschlüsse, als das normalerweise in einem Caravan-Van ist. Ja, da ist ein bisschen eine größere Kiste. Da ist jetzt nicht so, wo du sagst, ja, da mache ich so einen kleinen Wechselrichter aus China rein und dann, ja, dann habe ich für meine Kaffeemaschine habe ich Strom. Für 8 Sekunden. Nee, das ist so nicht. Also bei uns ist es ein bisschen anders. Also wir wollen vollautonom werden. Deswegen muss es auch so ein Riesenbaby werden. Insgesamt kommt jetzt hier an dieses Gerät an 10.000 Watt von unserer Photovoltaikanlage. Wir haben einen Generator mit 2.500 Watt. Also falls es wirklich ausgehen sollte, springt der automatisch an und befüllt eben die 20 Kilowattstunden Batterien dann wieder mit Strom. Wir haben natürlich einen Bordcomputer, also wo alles, der hat gestern auch schon gepiepst, das haben wir euch ja gesagt, also piep, piep, piep. Und da hat er eben gesagt, also die Batterien wurden ja nur grundgeladen und es war innen drin der 10.000 Watt Wechselrichter an. Ja, das im Endeffekt sagt, es kommt nicht mehr genügend Strom, bitte kümmere dich darum, lad das ganze Ding wieder, das haben sie vergessen, bevor das angekommen ist, auszuschalten. Also wir haben alles Mögliche an verschiedenen Anschlüssen. Also wir können 24 Volt, wir können 12 Volt und wir können 48 Volt abnehmen. Wir haben praktisch unseren Input und unseren Output, den wir eben dann nutzen können und haben die verschiedenen Schalter. Aber wo es jetzt wirklich interessant wird, da schauen wir mal einmal auf diese Seite rüber. Da kannst du einmal noch hier rüber gehen. Ihr seht schon, wir haben einen Erdspieß mitgeliefert bekommen, aber wir benötigen ja keinen Erdspieß, weil wir fahren ja rum. Also wir schließen die Erde jetzt direkt an unseren Container an, das muss dann wieder da abgeflext werden. Wir müssen aber gucken an dem trockenen Platz, dass es nicht korrodiert. Das ist ja immer wichtig bei der Erde, weil es braucht ja den Kontakt. So, durch das Drehen kann man die ganze Maschinerie öffnen. Jetzt gucke ich mal, inwieweit wir da rausgehen können. Ja. So, einmal ganz langsam. So. Was ihr jetzt insgesamt schon sehen könnt, das ist, dass unsere, ich halte mal das Licht rein. So, unsere Batterien selber, also die kleinen süßen Käbelchen, was wir hier unten haben, da merkt man schon, da steckt eine andere Power dahinter. Also wir haben insgesamt 20 Kilowattstunden. Wir könnten das ganze System noch ein ganz kleines bisschen erweitern, müssten dann rechts nebenhin nochmal ein Batteriefach bauen und könnten nochmal 20 Kilowattstunden auf die gleiche Art und Weise mit anschließen in dem gesonderten Kasten, die dann wieder reingehen würden. Das konnten wir uns momentan nicht leisten oder wir hätten es uns leisten können. Wir wussten aber nicht, wird es notwendig oder wird es nicht notwendig. Deswegen haben wir das jetzt erstmal so probiert. Der MG Master LV, das ist das Batterie Management Control System. Das fällt natürlich auch deutlich größer aus wie normal. Wir haben hier den Smart Solar Charger, weil wir eben auch ein selbst startendes System gründen wollen. Also wir wollen zwei Platten, also zwei Solarplatten wollen wir reinlaufen lassen. Warum? Das ist ja eine wichtige Frage, warum wollen wir das einfach so reinlaufen lassen? Weil wir haben ja die Mikrowechselrichter eben an unseren Solarmodulen, sodass wir am effizientesten Strom gewinnen können. Aber die Mini-Wechselrichter, die brauchen Strom, dass sie anlaufen können. Und sobald wir aber auf einen normalen Solarregler zwei Platten draufschalten, dann können die Batterien immer als erstes ein bisschen geladen werden. Dann bekommen die Mikrowechselrichter den Strom. Und dann können die auch wieder anlaufen. Also wir wollen ein selbststartendes System kreieren, was nicht ganz leicht ist, aber dafür kann es immer laufen. Das, was ihr in der Mitte seht, das ist der von Victron Energy. Das ist der Quattro 48 Volt,
10.000 Volt Ampere, 140 Ampere. Ampere, sag ich schon. AWP. So, insgesamt können wir 10.000 Watt abnehmen, also von diesem Gerät selber, und in einer Dauerspannung abnehmen. Warum wir das Ganze nicht selber gebaut haben, da kannst du noch mal ein bisschen zu mir rüberkommen. Mal schauen, wie weit wir das noch öffnen können. Und dann kann man da mal nach innen reinblicken, also auf die rechte Seite. Und da sieht man schon von der Verkabelung, dass man hier also wirklich einiges tun muss, um das eben mit einer großen Sicherheit zu gewährleisten. Und allein das Batteriemanagementsystem, das ich euch jetzt mal hier hinten noch mal einmal zeige, das ist hier hinten drinnen, seht ihr das? Das ist allein für die Computerkontrolle, die Sicherungen. Und ihr seht schon auch von den Uhren, das ist alles sehr, sehr hochwertig. Ich übergebe mal wieder die Kamera. Das ist eben nicht nur ein kleines System, was für den Hausgebrauch ist, sondern das ist das einzigste System, was wir gefunden haben bis dato, das für Off-Grid-Anlagen gebaut wird, um eben für Festivals Solarplatten auszuklappen. Dann wird hier die Energie eingespeist und dann kann die Bumbo-Maschine im Sommer dann losgehen und es kann Party gemacht werden. In Amerika selber werden diese Off-Grid Schaltkästen häufiger auch bestellt, eben für Hütten, die komplett, wie jetzt zum Beispiel in Kanada oder in Alaska, sehr, sehr weit ab sind und voll autonom leben wollen, also vom Strom unabhängig. Und deswegen wollten wir das Ganze ausprobieren. Wir haben auch einen ordentlichen Nachlass bekommen. Ansonsten wäre das natürlich nicht möglich gewesen. Also das ist alles zum Selbstkostenbetrag. Im Endeffekt nur die Komponenten. Alles wurde von ihnen zusammengebaut. Da haben sie uns, also hat uns EasyGrid sehr stark unterstützt, auch weil sie das Projekt geil finden. Und wir durften uns sogar den Schaltschrank selber aussuchen, weil er sonst zu groß gewesen wäre und er hätte dann eben nicht in unseren Technik-Container reingepasst. Deswegen haben wir da nochmal eine Sonderanfertigung. Und ihr seht ja, es ist jeder Millimeter wurde hier genutzt. Also es ist gerade noch so, dass es hier eben sich unten noch schließen lässt mit diesen riesen Batterien. Und wir sind echt stolz, dass sie alles integrieren konnten. Wir haben 4 zusätzliche Lüftungsanlagen, die man von da vorne aus sehen kann. Also hier habt ihr nochmal die Lüfter innen drin, also dass es auch gekühlt wird. Und was uns halt total gut gefällt, das ist, dass wir über Bluetooth, also wir brauchen kein Internet dazu, sondern dass wir über Bluetooth, über diesen Computer auf unserem Handy alles abrufen können, was kommt rein, was geht raus und, und. Und das ist insgesamt also natürlich eine super tolle Sache. Natürlich wirken jetzt diese Anschlüsse erstmal exorbitant. Ja? Also dass man sagt, okay, wie willst du das eigentlich alles befüllen und wie soll es werden? Aber da machen wir uns Gedanken drüber, wenn wir die Technik einbauen. Also insgesamt haben wir 800 Meter Kabel, die zu verlegen sind. Und wir haben jetzt aber nochmal hochgerechnet mit den zusätzlichen Geschichten, die jetzt mit dazugekommen sind. Wenn wir ungefähr, also wenn man die 1,5 Quadratmeter Kabel mit dazu nimmt, circa auf 22 Kilometer Kabel in diesem Gebäude dann am Schluss auskommen. Also da wird was reinkommen. Das ist ein bisschen wie bei einem Auto. Bei einem Auto ist es ja das Gleiche. Wenn man sich da die Kilometer an Kabelstrecke anschaut, dann verreckt man halb. Und ja, genauso wird es dann bei uns wahrscheinlich werden, auch wenn wir gesagt haben, wir wollen so laissez-faire wie möglich unterwegs sein. Anscheinend wird es doch ein Luxusbunker. In diesem Sinne, jetzt aber wirklich für heute Cut und es geht in den Feierabend. So, bis denn, ich gehe und mache mein Türchen zu.